Hallo, ich bin's nochmal. Ich habe noch ein Video für euch. Und zwar hat mir die liebe Inge meinen Adventskalender. Nee, war gar kein Adventskalender, es war ihr Geburtstag, genau. Ihr Bloggeburtstag. Und da habe ich gewonnen. Ich habe mich total gefreut, weil ich das schon immer mal ausprobieren wollte. Und gerade hat der Briefträger geklingelt und mir ein Päckchen überreicht mit meinem Gewinn. Da ist das Paket. Und da hat sie noch ganz viele tolle Sachen reingepackt. Zusätzlich zu meinem Gewinn. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Erstmal eine wunderschöne Karte. Eine Weihnachtskarte. Ah, okay, Weihnachten ist vorbei. Macht nichts. Ich feiere noch ein bisschen für dich, Inge. So. Und weil ich mich so über die Geschenke freue, weil Bescherung ist für mich ja im Grunde dann jetzt. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ja, hab's mir nie gekauft, weil es einfach zu teuer. Richtig toll. Ich finde dieses Design unglaublich schick. Und ich mache das jetzt einfach mal auf. So, das ist ja noch zu. Ach du liebe Zeit. So, einmal rausholen. Ein Naturhaarpinsel ist dabei. Ist das nicht süß? Schaut mal. Mit Schmetterling. Und ganz weich. Oh, ist der toll. Also der Pinsel ist schon mal toll. Und eine Mineral Make-up Foundation von ICOS aus Italien. So, da bin ich mal gespannt. Wow, die traut man sich ja überhaupt nicht zu benutzen. Möchtet ihr sehen, warum? Schaut mal. Ist das nicht toll? Oh Gott, ich bin verliebt. Wie toll sieht das denn bitte aus? Ich werde sie natürlich trotzdem benutzen. Und einen kleinen Beitrag auf meinem Blog dazu schreiben, liebe Inge. Also nicht nur Foto, sondern Video, das ganze Programm. Und worauf ich mich auch gefreut habe, waren diese zwei Produkte. Die gehören auch zu dem Gewinn von Mary Kay. Ein Lippenfarbstift. Muss ich direkt mal ausprobieren. So, Vorsicht, das fällt sonst runter hier. Also, das ist einmal diese Farbe. So. Oh, wunderschön. Der ist heller auf der Haut, als er anlässt. Der ist gar nicht so intensiv dunkel. Schaut mal. Sieht toll aus. Aber ich habe jetzt leider schon Farbe auf den Lippen. Sonst hätte ich euch das direkt hier mal gezeigt. Aber ich zeige es euch im Beitrag auf meinem Blog. Purple Punch ist die Farbe. Sieht toll aus. Muss man dran. Und es riecht auch noch gut. Okay. So, und dann war da noch ein loser Puder dabei von Mary Kay. Genau. Ein transparenter loser Puder zum Fixieren vom Make-up habe ich überhaupt noch gar nicht sowas. Lauter so tolle Sachen, die man nur bekommt, wenn man bloggt, glaube ich. Oder ja, wenn man sich über das Bloggen dann damit beschäftigt. Und das finde ich ganz klasse, weil auch für mich sind die Sachen neu und ich probiere da immer wieder aus. So, jetzt habe ich es geschafft. Oh, schaut mal, ein loser Puder ist da drin. So. Also losen Puder habe ich überhaupt noch nicht verwendet. Bin sehr gespannt. Sieht man das? Und er ist transparent. Ich würde sagen, das ist perfekt für meine Shootings, auch wenn ich andere Models schminke. Ich freue mich da besonders auf die Mia demnächst. Das heißt demnächst Ostern. Das wird ganz toll.
Also Mia, freu dich schon mal. Diese Produkte darfst du auch mittesten. Ja, und dann waren auch ganz viele tolle Sachen dabei. Gummibärchen und Pröbchen, Creme, Duft und noch was zum Naschen. Ja, Zitronenpfiffis, lecker. Schaut mal. Brausebonbons. Okay, liebe Inge, vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig über die ganz tollen Sachen hier und ja, wir lesen uns hoffentlich bald. Ciao.